Die Sonne geht unter hier im wunderschönen Wäldchen von The Forest und wir sind wieder zurück bei Let's Play The Forest und wir sind jetzt hier unterwegs mit einer verbesserten Axt, mit ein bisschen Fisch an Bord und mit dem Sonnenuntergang. Es wird langsam dunkel hier in unserem wunderschönen Wäldchen. Die Hasis schnappen sich ihre letzten Vorräte sozusagen. Da flattert eine Feder durch die Gegend, die nehmen wir natürlich mit. Und also... Ich sehe doch da hinten jemanden laufen. Tatsächlich. Wir haben Feindkontakt, Freunde. Die Eingeborenen sind da. Aber ich glaube, der läuft da hinten irgendwie dumm gegen den Stamm. Ist mir auch egal. Wir werden jetzt eh gleich pennen gehen. Ich hoffe mal, die Herrschaften lassen uns einigermaßen in Ruhe. Wir zünden mal unser Feuerchen hier an. Zack. Unser Abwehrsystem gegen die elende Brut. Begeben uns in unser wunderschönes Kabuffchen hier. Zack. Nächtigen ein bisschen. Speichern erstmal. Erstmal speichern. Und dann wird geschlafen. Aber was das Zeug hält, hör mal. War es das jetzt schon oder müssen wir noch weiter schlafen? Guck mal, die laufen da hinten immer noch rum. Wir schlafen nochmal eine Runde. Wow. Sie sind da, Freunde. Sie sind da. Nur wo? Wow. Ich höre Schritte. Aber ich sehe niemanden. Ich habe ehrlich gesagt einfach nur Schiss, dass uns irgendwann mal so ein fettes Mutantenvieh hier die Bude einreißt. Aber ich höre Schritte. Und einen elenden Hund, der draußen anfängt zu bellen, Alter. Passt ja jetzt. Wir schlafen nochmal. Wir probieren's. Wow. Was ist das? Hallo, Freunde. Na? Alles fit soweit? Unga Bunga oder was? Lasst meine Hütte stehen und ich lasse euch in Ruhe. Warte ich und versuche hier reinzukommen. Ich schwöre, ich hau dir aufs Maul, Junge. Ich habe euch schon mal gesagt, ihr könnt da hinten leben und ich lebe hier, dann ist alles gut. Dieser Wald muss niemandem gehören. Er gehört uns. Der Wald gehört der Natur. Also mir. Denn ich bin die Natur. Okay, wir probieren es nochmal. Wir sind immer noch da, die Penner. Freunde, verpisst euch. Ich kann doch ehrlich gesagt nicht glauben, dass die da nicht rein können in die Tür. Das ist halt das, was mich so ein bisschen wundert. Ich frage mich halt auch nur, wo sind sie? Wo sind die Typen hin? Covered in blood. Wash it off to avoid the infection? Was? Wash it off. Warum sind wir denn verblutet? Warum verbluten wir denn? Hä? Haben wir irgendwas uns eingefangen? Irgendeine Krankheit? Das ist doch nichts gewesen. Oder habe ich auf Schlafen gedrückt? Klappt eh nicht. Ne? Was machen wir denn, wenn wir blutüberströmt sind? Und wo sind die Penner? Da sehe ich gerade Licht. Aber ich weiß nicht, ob das nicht von uns kommt. Aber der Typ in jedem Fall hat eine Lampe dabei. Das heißt, der kann auf jeden Fall ein bisschen Licht machen. Da sehe ich was. Da bewegt sich was. Kollege, verpisst euch. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Alles gut. Ganz einfach. Ich probiere nochmal zu schlafen.
denke nicht, dass es funktionieren wird. Doch, jetzt hat's funktioniert. Jetzt sind sie endlich weg. Hui, ein paar Leaves da eingeschmissen. Thirsty, find clear water to drink. Oh, wir werden durstig, das ist scheiße. Okay, wir müssen jetzt raus, schnell in den Topf. Ich hoffe mal, die sind weg. Dann holen wir uns mal schnell ein bisschen Wasser. Wir haben nämlich echt krassen Durst gerade. Okay. So, Wasser lassen wir ein bisschen aufflammen hier, das Feuer. Da liegen Zähne. Okay, dauert natürlich, bis das Wasser ein bisschen aufgekocht ist. Und dann müssten wir es aber gleich trinken. Können. Wenn ich uns nicht wieder umbringe. Na, komm schon. Give me the water that I need. Ah, sehr gut. E? Können wir das jetzt nicht nehmen? Hallo? Hä, da steht doch E, oder nicht? Ah, sehr gut. Okay. Superb. Jetzt essen wir noch was Schönes. Nom 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 nom. Einen kleinen Müsli-Riegel zum Morgen. Ja, und dann ist ja auch schon ein neuer Tag. Wir können ja mal... Ich weiß nicht, kann ich jetzt den Topf nehmen? Kann schon neues Wasser reintun und es da stehen lassen und kochen lassen bis... Ich glaube nicht, ne? Ich denke, das wird eher nicht gehen. Wir probieren es einfach mal. Wir lassen das jetzt einfach mal stehen und kochen ein bisschen. Und in der Zeit gucken wir mal. Wir können ja mal die Stöcker da reinlegen. Wir haben doch noch welche, oder? Ja, ein paar haben wir noch. Sehr gut. So, können wir das Feuerchen hier auch noch anmachen. So. Jetzt muss ich mal kurz checken. Was wollte ich denn jetzt? Was wollten wir denn heute machen? Ach ja, genau, die Schildkröte töten. Ich habe gelesen, dass man die wohl einfach mit einem gezielten Schlag auf den Kopf tötet. Das klingt brutal. Ist es mit Sicherheit auch. Wir müssen aufpassen, wir dürfen hier nicht einfach so durch die Gegend laufen, glaube ich. Wir sind auch, glaube ich, nicht mehr covered in blood, das heißt... Soweit müsste sich unsere Verletzung gelegt haben, durch das Schlafen wahrscheinlich. Und ich denke mal, das war einfach noch von dem Kampf vom letzten Mal, wo wir mit dieser einen Duse da gekämpft haben, mit der alten Nippelbraut. Ich schätze mal, das war da einfach Gewitter. Jetzt mal, das war da einfach gewesen. Von da war da wahrscheinlich die Verletzung dann noch. So, einen leckeren Snack collected. Die Kollekte für Verdreckte. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Schildkröte finden. Da ist sie. Nee, das ist ein Busch. Den würde ich viel lieber töten als die Schildkröte. Das arme Tier. Aber wie gesagt, es geht um unser Überleben. Und ich muss erst mal gucken, ob wir hier jetzt überhaupt noch mal eine finden, weil eigentlich... Dachte ich, Schildkröten sind ja eher so am Wasser irgendwie. Und deshalb finde ich bis hierhin jetzt auch hier keine mehr. Vielleicht war das mehr Glück als Verstand letztes Mal. Die essen wir besser nicht. Wie gesagt, wir dürfen ja nur die blauen essen. Ich check mal gerade, was haben wir da? Stöcker können wir mal mitnehmen. Da haben wir auch noch einen. Da auch noch. Oh, da liegt was Süßes. So, jetzt aber genug. Wir brauchen eine Schildkröte. Kröte, wo bist du? Zeig dein Gewand. Zeige mir deinen Panzer. Ich begrüße dich. Was haben wir da? Was ist das? Hä? Hab ich jetzt nicht ganz gerafft. Warum soll ich P drücken für Close? Hä? Wahrscheinlich ein Anzeigefehler. Okay. Wo ist die Schildkröte hin? Die kann ja eigentlich nicht so weit sein, weil so schnell sind die ja nicht. Dachte ich. Das heißt, die muss ja hier irgendwo noch sein. Außer natürlich, die haben das komplett geresettet irgendwie, das Tierareal. Dass die Schildkröte jetzt auf einmal weg ist, aber... Macht The Forest sowas? Ich war... Aha. Hi. Na, mein Schatz, tut mir leid.
Ist er tot? Nee, ist nicht tot. Oder? Es hört sich halt immer so an, als würde sie tot sein, aber... Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Geht das vielleicht mit dem Speer ein bisschen einfacher, wenn ich den Speer einfach nehme und dann... Jetzt ist sie tot. Wir haben eine Schildkröte getötet. Gut fühle ich mich dabei nicht. Sag ich ganz ehrlich, ich renne mal schnell zurück. Es regnet nämlich gerade, dann können wir das Ding gerade mal aufstellen. Und direkt mal probieren, wie das mit dem Wasser auffangen funktioniert. Hier regnet es jetzt scheinbar nicht mehr, na toll. Super. Haben wir uns jetzt hier ein Eck ausgesucht, wo es nie regnet oder was? Naja, okay. Was soll's. So, die paar Stöcker tun wir hier noch rein. So, 2, 3 hatten wir ja noch dabei. Okay. Essen wir noch was Schönes und was machen wir denn als nächstes jetzt? Jetzt haben wir die Schildkröte getötet. Wir haben ein wunderschönes Auffangbecken. Wieso liegen hier bald Zähne rum? Und vor allem, was soll ich mit denen? Ich habe meine eigenen, die sind noch einigermaßen okay. Wir könnten natürlich mal ein bisschen rumlaufen und erkunden. Was haltet ihr denn davon? Wobei das scheiße ist, ohne was zu trinken, ne? Wie sieht's mit dem Töpfchen aus? Wo ist denn das Feuer? Hier. Vielleicht, oh, Zähne, da liegen auch Zähne rum. Warum? Warum? Was machen die Zähne da? Hör auf damit. Ja, her damit. Komm, wir saufen das nochmal eben. Und dann können wir ja mal ein bisschen, wir laufen einfach mal so ein bisschen nach da oben. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. What the fuck? Wo kommen die denn her? Die haben wir definitiv nicht getötet. Das weiß ich. Einfach, weil es so ist. Was mache ich denn mit denen jetzt? Guck mal, da liegt ein Bein. War das irgendwie... Nö. Hä? Okay, die leben auch scheinbar nicht mehr. Gut, jetzt habe ich die da schon eingemeißelt. Ich wollte eigentlich noch sicher gehen. Aber wo kamen die auf einmal her? Wir haben die doch nicht getötet. Oder hatten wir... Nee, das waren wir nicht. Wurden die vielleicht von einem anderen Stamm oder sowas getötet? Geht das? Bekriegen sich die Stämme hier auch gegenseitig? Wie gesagt, ich kenne mich halt nicht aus mit The Forest, das ist mein Problem. Wenn ich mich auskennen würde, wüsste ich es wahrscheinlich. Macht Sinn, ne? Ja, wenn ich mich aufkennen würde, dann wüsste ich es wahrscheinlich. Tobi labert wieder übelst die Kacke. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob sich hier auch gegenseitig irgendwie bekriegt wird oder sowas. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Muss ja, weil wie gesagt, wir haben die nicht gekillt. Wir haben diese Seelen nicht auf dem Gewissen. Was ist das da für eine... Was ist das da? Was ist das da? Was ist das? Kann man das wegmachen? Kann man das... Oh, man kann das kaputt machen. Oh. Oh. Okay. Finde ich gut. Ich hoffe aber, dass jetzt hier nicht gleich irgend so eine Scheißfalle kommt, wo man sofort tot ist. Weil dann, das ist ganz klar natürlich, ne, ist das Let's Play vorbei. Also wenn wir sterben, ist das Let's Play sofort rum. Also von The Forest, das ist klar. Bei Minecraft gibt es diese Regel nicht. Aber hier bei The Forest ist klar, sobald wir sterben, ist das Let's Play vorbei. Das muss ja aber irgendein Zeichen von irgendeinem Stamm gewesen sein, der hier sein
Lager hat. Dachte schon, da wäre irgendwas, aber da ist nichts. Das ist einfach nur ein Stein oder hinten. Ist ein Baum und ein Waschbär. Oh, Waschbären sind knuffig. Die mag ich. Hallo, Waschbärlis. Hallo. Oh, da vorne kommt die Küste. Okay. Es würde ja auch Sinn machen, sich ein zweites Lager sozusagen zu bauen. Vielleicht hier an der Küste noch eins oder so. Ein Reh. Das kriegen wir aber nicht, weil das ist wahrscheinlich schneller wie wir, ne? Oh, hätten wir vielleicht sogar gekriegt. Brauchen wir aber im Moment nicht. Wir haben genug zu essen, wir haben genug Verpflegung. Und da vorne sind wieder diese mysteriösen Dinger im Meer, wo mir gesagt wurde von euch, das wäre nur Deko. Keine Ahnung. Ob dem so ist, da ist wieder so ein komisches Teil da. Das muss ja auf irgendeinen Stamm hinweisen. Also, jetzt nicht mehr. Jetzt weist es einfach nur darauf hin, dass wir hier waren. Und da vorne sind Koffer. Okay. Ich würde sagen, wir plündern mal diese Koffer. Ach, wir waren hier schon. Wir haben hier scheinbar schon so ein bisschen Plünderungsarbeit getätigt. Ich frage mich halt nur, sind die Koffer so weit geflogen? Hey, guck mal. Unsere Freunde. Sorry. Na. Sorry. Oh, können wir nicht mitnehmen. Ist wieder unnötig ein Tier gestorben, siehst du? Toll, Tobi. Ach nee, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Guck. Doch nicht unnötig gestorben. Ey. Den würde ich aber gern mitnehmen. Können wir den remove? Brauchen wir einen Stock wahrscheinlich, oder? Huch. Nein. Den da drauf. Da fehlt halt noch irgendwas, ne? Cloth war es ja nicht. Keine Ahnung, müssen wir nochmal gucken. Ach, wir haben jetzt auch Skulls. Okay, sehr gut. Vielleicht können wir da ja... Nein, die können wir nicht mitnehmen. Ach Mann. Ärgerlich. Vielleicht können wir uns ja tatsächlich irgendwie noch eine Axt oder sowas craften. Müssen wir mal gucken. Wir dürfen jetzt auch natürlich nicht zu weit laufen. Damit wir halt auch logischerweise wieder nach Hause finden. Sonst müssen wir eine Nachtwanderung machen. Und ob das so toll ist, weiß ich nicht. Glaube ich jetzt eher nicht. Wir laufen jetzt aber mal hier den Berg hoch. Mich würde jetzt mal interessieren. Was ist das? Stein. Okay. Da unten ist noch mehr. Oho. Dort unten sind ein paar Containers. Und keine Menschenseele in Sicht. Nur ein Lizard, der aber sicher vor uns ist, weil wir keinen Platz mehr haben. Das ist natürlich toll, dass wir sowas jetzt finden. Wo wir eh keinen Platz mehr haben. Och, Hasi, was machst du denn hier? Geh lieber. Hey, guck mal. Patrick. SpongeBob. Okay, da ist noch so ein Ding. Was haben die hier zu suchen? Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Ob wir da irgendwas... Oh, was zu trinken. Geil. Nein! Wir können es nicht mitnehmen, oder? Haben wir das jetzt mitgenommen? Ach, Boost ist das. Okay, das ist Medizin gewesen. So, wir müssen natürlich aufpassen, dass in dem Container jetzt nichts ist. Okay, das ist noch mehr Boost, also noch mehr Gesundheit. Das, ja. Ist natürlich nie verkehrt, aber wir haben genug davon. Wir haben es ja auch nie wirklich gebraucht. Wir sind ja nie wirklich in die Situation gekommen, dass wir wirklich mal Medizin brauchten. Ich denke, das wird alles nach und nach noch kommen. Gut, bis jetzt haben wir hier aber nicht wirklich was in den Containern gefunden. Aber hier liegt ganz viel Medizin. Also falls wir das mal brauchen. Ich weiß nicht mehr, Boost, was Boost ist. Können wir aber bestimmt irgendwie noch gebrauchen. Also, was ist das? Oh, eine Schildkröte. Oh. Da vorne ist auch noch eine. Sind gleich mehrere. So, ich glaube, wir laufen jetzt langsam wieder mal nach Hause. Aha. Ist er tot? Jetzt auf jeden Fall.
Also hier gab es wohl scheinbar auch Kämpfe. Das heißt, hier gibt es tatsächlich irgendwas, was die ganzen Eingeborenen tötet. Puh, was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber gemütlich sieht es jetzt nicht aus. Keine Ahnung, da ist doch wieder so ein Dingens, so ein komisches Teil da, so ein ekelhaftes. Mal gucken. Ich würde sagen, wir treten jetzt mal wieder den Heimweg an. Wir müssten ja gleich zu Hause sein, das dürfte ja relativ zackig gehen. Aber nur gerade auslaufen, sofern uns natürlich niemand in die Quere kommt. Hoffen. Hoffen und beten. Und dann frage ich mich auch, wie kommt man denn in diese Höhle rein? Es gibt ja eine Höhle scheinbar oder mehrere Höhlen. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz gerafft. Gibt es eine Höhle oder gibt es mehrere Höhlen? Und wenn ja, wie kommt man in diese rein? Und wenn ja, was braucht man dafür? Muss man da irgendwie besonders ausgerüstet sein für oder wie ist das? Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren erklären, wenn ihr wollt. Oh, jetzt bin ich auf dem Felsen oder was? Ich gerade in den Fels reingelaufen? Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwie... Wow. Wo sind wir denn hier? Sieht aber auch irgendwie interessant aus. Hallo? Okay, ich gehe erstmal wieder zurück. Okay, wir brauchen irgendwas zu essen. Knusper, knusper, Knäuschen. Wir knabbern mal im Päuschen. Ist das eine Falle? Nee. Ist einfach nur eine Baumverwucherung. Okay, wir müssen hier irgendwie wieder raus. Wir müssen nach Hause, Freunde. Es wird dunkel. So eine riesige Lichtung. Da vorne ist das Wasser. Hier ist wieder so ein komisches Ding. Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, diese Situation mit den Höhlen könnt ihr mir ja ruhig gerne mal in den Kommentaren erklären, wenn ihr wollt. Ich kenne mich da ja nicht aus. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal machen. Was eigentlich gelogen ist. So wirklich gerne will ich das jetzt eigentlich nicht machen. Aber es gehört ja dazu. Es muss ja auch mal gemacht werden. Ich renne jetzt gerade mal nach Hause. Wie gesagt, wir müssten ja gleich zu Hause sein. So weit sind wir ja dann auch wieder nicht gelaufen. Und dann schreibt er mir... Oh, ich hab doch mal die Paranoia, dass mir einer hinterherläuft, Mann. Boah, Alter. Nächstes Mal hau ich zu, Junge. Dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, damit wir auch irgendwann mal so eine Höhlentour machen können. Wie gesagt, ich denke, wir haben da noch gar nicht die Ausrüstung für, aber man kann es ja mal schon mal so ein bisschen in Erwägung ziehen. Das wäre ja bestimmt ganz lustig. Was ich auch gerne noch machen würde, ist eine Nachtwanderung. Das macht bestimmt auch einen Heidenspaß. So, und da unten ist unser Lager. Jetzt müssen wir hier irgendwie runterkommen. Ich glaube, das geht hier ganz gut. Ja, das klappt. Super. Okay, dann sind wir wieder zu Hause. Ja, voll außer Atem, der junge Mann. Dann setze ich jetzt mal eben noch schnell was zu trinken auf, dann ist die Folge auch schon vorbei. Viel passiert ist nicht, außer eben dieses... Ja, die netten Herrschaften bei Nacht. Und ich glaube, langsam geht auch das Feuer zur Neige. Ich glaube, lang Freude haben wir da nicht mehr dran. So, was muss ich nochmal drücken? Wie geht das nochmal? Hier. E. Nein, jetzt habe ich das Alter. Hol den Stein weg. C. Klack. So, dann hier drauf. Also erstmal ander Dingen. Und drauf da. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von The Forest. Haut rein. Ach ja, was für eine Runde von Let's Play The Forest. Wir sind einmal ein bisschen um die Karte gelaufen, waren mal wieder an der Küste. Ich wollte eigentlich wo ganz anders hin. Und jetzt waren wir dann plötzlich doch wieder an der gleichen Stelle, wo wir beim letzten Mal auch schon waren. Gut, müssen wir halt beim nächsten Mal in eine andere Richtung vielleicht mal laufen. Es gibt ja wohl scheinbar auch noch irgendwie ein Schiff oder sowas, wo man noch rein kann, wo man sich ein Radio holen kann. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal machen, vielleicht ja schon in der nächsten Folge. Ansonsten erklärt mir das ruhig mal mit den Höhlen in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Einsendungen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!